Hoch hinaus über die Dächer von Turin. Reiseexpertin Tamina Kallert und Spitzenkoch Björn Freitag sind in Norditalien unterwegs und entdecken gemeinsam kulinarische Genüsse. Wahnsinn. Ja, du bist schon weiter jetzt. Bist du schon auch so ein Süßer, ne? Das leider, ist schon ja. Und auch deftig kann die Region. Ich finde, die hat irgendwas. Irgendwie finde ich die fast noch leckerer als die neapolitanische. Tamina und Björn landen mitten in einem Epizentrum der italienischen Esskultur. In der Langhe treffen sie süße Tiere und nette Menschen. Und Turin? Was hat die Partnerstadt von Köln mit ihren rund 900.000 Einwohnern den Besuchern zu bieten? Und ganz besonders wichtig ist die Frage, ist es hier grenzenlos köstlich? Schauen wir mal genau, wohin die Reise geht. Wir fahren in den Nordwesten Italiens, in die Region Piemont mit ihrer Hauptstadt Turin. Ah, Turin! Guck dir das mal an. Herzlich willkommen aus Turin, liebe Zuschauer. Es ist herrlich. Es ist warmer Sonnenschein, schneebedeckte Berge. Eine wunderschöne Stadt, ne? Die man aber so gar nicht auf der Uhr hat eigentlich. Also touristisch ist Turin eigentlich gar nicht bekannt. Ist das noch ein Geheimtipp? Und ist die erste Hauptstadt Italiens gewesen. Das hat richtig viel Geschichte hier. Ja. Ich bin total gespannt auf diese Stadt. Und es muss ja eine sehr genussfreudige Stadt sein. Ja, also es gibt ganz viele Spezialitäten. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt eher auf das Stadtinnere. Dann dieser Turm, da wollen wir, glaube ich, noch hin. Ja, das ist die Mole, wie man das hier nennt. Ja. Und da kann man, glaube ich, auch hoch. Björn, ich freue mich. Ich auch. Also ich würde sagen, andiamo. Jetzt heißt es runter vom Hausberg Turins, den Monte dei Cappuccini. Für den Kapuzinerorden wurde die Kirche Santa Maria erbaut. Seit dem 17. Jahrhundert ist sie ein Wahrzeichen der Stadt. Direkt am Fuße des Bergs liegt der bekannte Fluss Po. Um in die Stadt zu kommen, müssen die zwei ihn überqueren. Ja, mal da oben waren wir. Stimmt. Und hier haben wir jetzt diesen prächtigen Fluss. Ja. Längster Fluss Italiens, muss man sich vorstellen. Ja, aber toll mit diesem Platz hier. Es ist wirklich eine majestätische Stadt. Wir Lust wandeln. Ja. Hier könnten wir jetzt direkt zum Palast laufen. Okay. Da die Straße hoch. Ja, da gehen wir auch noch hin, ne? Zum Palast. Ja, unbedingt. Aber man merkt schon einfach, dass hier damals viel Geld war. Und dadurch, mit Geld, kam natürlich auch immer der Genuss. Und da tauchen wir natürlich auch noch ein. Da bin ich ja gespannt, was du jetzt hier alles so mit mir rausfindest. Ja. Spannend ist ja auch diese Kaffeehauskultur, die es hier gibt. Ne, wo früher auch die Politiker, die Intellektuellen, die Kreativen, die sich so alle im Café getroffen haben. Das ist ja jetzt auch noch so. Ja. Also da gibt es eins neben dem anderen, da müssen wir uns auch mal eins aussuchen. Im Stadtzentrum findet man die altehrwürdigen Kaffeehäuser. Zum Beispiel das nostalgische Café Molassano. Da auch unsere heutige Wermut-Tradition in Turin entstand, hat auch das Molassano seine eigene Hausmarke. Und auch die berühmten Tramezzini, die belegten eckigen Weißbrotscheiben, wurden hier erfunden. Das Café Al Bicerin ist noch mal 100 Jahre älter und urgemütlich. Es ist die Geburtsstätte des Bicerins, das Nationalgetränk von Turin. Das süß-herbe Schokoladen-Kaffeegetränk gibt es heutzutage überall. Das Wort Bicerin steht für Gläschen. Und noch ein berühmtes Café. So, guck mal, jetzt hier, das Café Torino. Ah, so und was ist das hier? Das ist das Wappentier. Ja? Das bringt Glück. Da musst du dich jetzt hier drauf so drehen. Hier? Mit der Ferse? Ja, und jetzt drehen. Ja, ja, warte mal. So, genau, das ist, schwierig gerade. Das bringt Glück. Also das ist das Wappen der Stadt Turin, oder? Ja, und das ist der Glücksbringer. Ja. Aber du musst dich jetzt noch drehen. Ja, ich muss dich auch noch hier einmal so. Und jetzt, tada. Geld oder Liebe oder Glück? Beides. Ja, alles klar. Komm, lass uns rein. Was? Da kriegen wir vielleicht diese Tramezzini? Ja. Innen, wie gehabt, Nostalgie pur. Kristallleuchter und typisches Dekor des Jugendstils. Sehr elegant. Unter den Gästen sind viele Turiner, die hier gern den Apéro genießen. Und da sind sie schon, die begehrten Brote. Ja, und Tramezzini, das isst man so an der Bar. Das ist ja nichts anderes als Toastbrot ohne Rinde. Und die beiden wollen auch mal den berühmten Bicerin kosten. Ist das einfach
aufgeschlagene Sahne oder was hat er da? Wie eigentlich sagt er, es ist Sahne, ja. Sahne. Sahne, okay. Kaffee und eben Schokolade und dadurch ist es halt süß. Und jetzt hier, ne? No mix, no sugar. No sugar, okay. No mix. No mix, ja. Okay. Also einfach so trinken. Ja. Okay. Salut. Salute. Zum Wohl. Bicherin, das Nationalgetränk. Ist wirklich nicht süß. Ist gar nicht süß. Nee, buono. Boah, lecker. Super. Und jetzt kommt gerade die Kakaoschicht hoch. Jetzt kommt die Kakaoschicht hoch. Das ist eigentlich wie ein Dessert, bloß trinkt man es halt, ne? Ja, das ist so, man hat so drei verschiedene Sachen in einer Tasse. Und deshalb verstehe ich auch, dass man es nicht durchrühren kann, sollte. Weil man hat so gefühlt bei jedem Schluck wieder einen anderen Geschmack. Jetzt kommt die richtige Schokoladencreme da unten. Wahnsinn. Ja, du bist schon weiter jetzt. Bist du schon auch so ein Süßer, ne? Das, leider, ist schon, ja. Das ist doch schön, boah, das ist doch was Gutes. Und wie sind die Tramezzini? Mensch, wir schlemmen uns hier durch Turin. Aber jetzt alleine mal die Konsistenz von dem Brot ist schon eine andere, als wenn du bei uns so einen Toast aus dem Supermarktregal nimmst. Ganz, aber auch so ganz frisch und saftig wirkt es, ne? Ja. Also das ist ja so was Schönes, Leichtes zwischendurch. Aber jetzt kommen wir mal zu den herzhaften Sachen. Denkst du, dass die Italiener hier in Turin auch Pizza essen? Wahrscheinlich schon, ja, ne? Oder? Ich weiß nur, es ist eine ganz andere Pizza. Es ist nicht diese klassisch neapolitanische, sondern eine andere. Mehr verrate ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich dir mal einen in den Ofen schieben. Oh, da bin ich gespannt. Sehr gerne. Im Da Michele darf Björn für Tamina die legendäre Turiner Pfannenpizza machen. Ja. Also das ist so ein spezieller Käse. Ich zeige den mal eben. Fior di Latte nennt man den. Das ist so ein wie ein Mozzarella, aber etwas fester. Und das ist jetzt, ich mache Tamina einfach mal ein bisschen Käse drauf. Und machen wir jetzt mal ohne Fleisch. Fungi? Fungi? Pilze. Pilze machen wir drauf. Ah, schöne Champignons. Belegten Hefeteig in der Pfanne backen. Der Erzählung nach ist das in Turin erstmals so gemacht worden. Schneller soll es gehen und sehr praktisch ist es auch. Denn der Teig geht bereits in der Pfanne und muss nicht ausgerollt werden. What's the name? It's not pizza. Pizza? Padellino. Pa? Padellino. Padellino. Padellino or pizza al pergamino. Okay. But it's pizza from Torino. From Torino. Okay. Oh. Eigentlich will man ja immer eine dünne Pizza, aber ich finde, die hat irgendwas. Irgendwie finde ich die fast noch leckerer als die neapolitanische. Ob Tamina sie auch so lecker findet? Die Pizza al Padellino? Can you cut it? Yeah. Yeah? Grazie. Oh, vom Chefkoch höchstpersönlich. Turinische Turiner Pizza. Ja. Oh. Fluffig, kross. Du hast, warte mal, Käse, sehr guter Käse. Aber ein bisschen fluffiger als die ganz klassischen. Aber schön, ne? So leicht, ne? So. Sehr lecker. Also ich finde, viel besser kann es gar nicht mehr werden. Oder meinst du, wir finden noch irgendwas? Wir finden noch mehr Genuss, glaube ich. Aber wir sind schon mittendrin angelangt, ne? Köstlich. Die Stadt ruft, es gibt viel zu entdecken. Und wir treffen jetzt mal jemanden, der richtig Ahnung von der Stadt hat. Das ist nämlich eine Frau, die lebt hier, spricht aber perfekt Deutsch. Und da freue ich mich jetzt drauf. Mit der tauchen wir noch ein bisschen ein. Genau. Gerne. Corinne Barsi wohnt mitten im Zentrum von Turin, hat aber auch schon einige Jahre in Deutschland gelebt. Ich möchte euch ein bisschen meine Stadt zeigen, vorstellen. Habt ihr Lust darauf? Total. Also wir haben schon ein bisschen was gesehen, aber jetzt gehen wir mit dir vielleicht mal mehr in die Tiefe noch. Okay, wir werden also ein bisschen die Innenstadt uns anschauen. Ja. Hier sind die Arkaden. Ja. Wir wollen vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Das sind ja unglaublich die Arkaden, ein bisschen wie in Bologna. Also ja, so genau. Viele. Bologna hat auch lange Arkaden. Bei uns sind ungefähr 17 Kilometer lang. 17 Kilometer? 17 Kilometer. Björn, ich glaube, das ist Rekord. Ich hoffe, ich muss sie nicht alle laufen heute. Keine Sorge. Obwohl, das Flanieren macht hier wirklich Spaß. Und die Arkaden sehen sehr unterschiedlich aus.
Außerdem, typisch Turin, die großen Straßen sind schnurgerade, wie ein Schachbrett angeordnet. Und am Ende immer wieder Bergspitzen. Die drei erreichen jetzt die zentrale Piazza Castello, den Schlossplatz. Und hier ist auch der berühmte Palazzo Madama, ein Stadtpalast, der heute als Kunstgalerie dient. Er zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, Residenzen des Königshauses Savoyen, wie viele Gebäude hier im Zentrum. Das richtige ja. Schloss, sozusagen das Königliche, ja. ist hier hinten. Ah, okay. Wir werden es gleich sehen. Und da ist er, der Königliche Palast der Savoyen, heute als Museum für Besucher geöffnet. Ebenso die angeschlossene Parkanlage. Eine beliebte Ruheoase der Turiner. Bevor wir jetzt den Platz hier verlassen, wollte ich noch eins sagen. Kennt ihr die Geschichte von Grissinis? Das sind doch diese dünnen Teigstäbe. Leckere. Die ja. wurden bestimmt hier erfunden. Ja. Tatsächlich, ja. Hier im Schloss. Das war per Zufall. Ne? Also der Sohn des Königs hatte ein Darmproblem und der König wollte also, dass der Koch etwas Besonderes für ihn backte. Der darmkranke Adlige hat die knusprigen Brotstäbchen dann wohl gut vertragen, so die Legende. Und wir lieben sie noch heute. In Turin sind die Grissini der Bäckerei Perino Vesco besonders angesagt. Wir dürfen in die Backstube schauen, wo dieser große Teigleib schon darauf wartet, zu Grissini verarbeitet zu werden. Drin stecken Weizenmehl, Olivenöl, Wasser und Hefe. Die Maschine portioniert. So sind die Teigwürste aber noch zu dick. Sie werden nicht ausgerollt, sondern langgezogen. Und zwar von Hand. Daher ist jede Stange auch etwas anders. Beim zweifachen Backen verlieren die Grissini komplett die Feuchtigkeit und sind dann nicht nur gut bekömmlich, sondern auch lange haltbar. Schmal und durchaus elegant. Und super knusprig. Von der Backstube nun zum Turiner Dom, der mit dem Palast eine Einheit bildet. In der Kathedrale lagert das berühmte Grabtuch und die Stufen davor laden geradezu zum Entspannen ein. Also ich habe jetzt schon so viel Schönes von der Stadt gesehen mit Tamina. Mhm. Nur ich als Koch möchte jetzt natürlich mal irgendwas machen. Ich möchte vielleicht mal einen anderen Koch kennenlernen oder ein schönes Gericht machen. Warum nicht? Was würdest du mir empfehlen? Vitello Tonnato? Oh, liebe ich. Ich habe aber schon ewig nicht mehr gegessen. Also, es ist höchste Zeit hier in Turin, oder? Ja. Ich kenne ein gutes Restaurant, wo wir das vielleicht vorbereiten können und dann zusammen essen. Ja. Wie heißt das Restaurant? Le Vitello Tonnato. Okay, dann besuche ich das jetzt mal. Ja. Okay. Was könnt ihr denn in der Zeit machen? Den Markt vielleicht? Ja. Es gibt doch einen ganz großen Markt hier. Hier hinten Porta Palazzo Markt. Si. Dann trennen sich hier die Wege. Der Porta Palazzo Markt soll mit 4 Hallen und Außenbereich einer der größten in ganz Europa sein. Hier wimmelt es jeden Tag vor Menschen. Draußen gibt's Obst und Gemüse aus aller Welt. Tamina und Corinne wollen aber in die alte Halle mit der schönen Uhr. Am Ende der Halle ist der Bauermarkt, ja? Okay. Orologio. Andiamo. Dai, bella. Grazie. Die Halle beherbergt die leckersten Spezialitäten Italiens. Das Schöne, es ist üblich, dass Einheimische hier tagtäglich ihre Lebensmittel einkaufen. Touristen sind klar in der Minderheit. Wo steckt Björn eigentlich? Er wird beim Restaurant Le Vitello Tonnato erwartet. Im Zentrum von Turin ist es eine Institution in Sachen Vitello Tonnato. Luisa Pandolfi führt das Restaurant und Björn möchte erst mal was über dessen Philosophie wissen. The name of your restaurant sounds a little bit like Vitello Tonnato. Is it your signature dish here? Yes, it is. Okay. A very important dish for us and we joke with the name. Luisa beschreibt es so: Le Vitello Etonné bedeutet so viel wie das erschrockene Kalb. Es ist ein Mix aus piemontesischem Dialekt und Französisch. Ja, sie veralbern das so ein bisschen, aber es ist auch so eine Art wie bei uns auch Plattdeutsch. Also hier wird auch zum Teil anders gesprochen. Das berühmte Gericht hat seinen Ursprung im Piemont des 19. Jahrhunderts. Und Björn wird es jetzt zubereiten.
Und zwar mit Küchenchef Massimiliano Brunetto, einem Meister der piemontesischen Traditionsküche. Die Zutaten stammen zumeist aus der Region von kleinen Erzeugerbetrieben. So, we have a very nice slow cooked veal here. Yeah. We cook sous vide. Yeah, we cook sous vide all night long. Okay. Like 65 degrees. 65. Okay. Also das ist jetzt ein langsam gegartes Stück Kalb, sous vide, also im Vakuum und dann im Wasserbad, temperiert bei 65 Grad und dann die ganze Nacht über gegart. Also ja, dann sieht das so schön aus. Für die Soße nimmt Max frische Bio-Eier und Kapern. Außerdem Yellowfin, Thunfisch und Anchovies. Beste Qualität, allerdings aus Nordspanien. Außerdem Zitronensaft und Essig. Los geht's mit der Mayonnaise. Only the, two yolks. The yellow, yeah. And zwei Eigelbe und zwei ganze Eier. Okay. And we put a little bit of salt. Salt, yeah. A little bit of vinegar. Mm-hmm. To start. So, ein bisschen Essig macht er mit rein. It's normal vinegar. Normal vinegar, white vinegar. Okay, white vinegar, yeah. And then we do mayonnaise together. You put the oil. Mm-hmm. Slowly. Slowly. Dann langsam Öl dazu gießen und kräftig mixen, bis die Mayo schön cremig wird und Stand hat. Sie ist die Basis der Vitello-Soße. Dazu kommt noch ein Schuss frisch gepresster Zitronensaft. Lemon Juice. Lemon Juice, ja. Also Öl hat er übrigens normales Sonnenblumenöl genommen. Also man denkt immer, die Italiener machen alles mit Olivenöl. Das stimmt aber gar nicht, weil er sagt, wenn man nur Olivenöl nehmen würde, würde das viel zu kräftig schmecken. Und deshalb nehmen die natürlich auch Sonnenblumen oder Rapsöl. Tuna? Ja. Also jetzt kommt das Wichtige. Thunfisch. Das ist natürlich ein sehr schöner Thunfisch. Also richtig schön große Stücke, tolle Qualität. Jetzt die Sardellen und die Kapern. Das Ganze jetzt erstmal zerkleinern. Also das hätte ich jetzt anders gemacht, aber ist wahrscheinlich so besser. Ich hätte das einfach in der Mayonnaise mit reingemixt, aber er macht das separat. Spannend, wirklich. Toll, deutscher Spitzenkoch lernt von seinem italienischen Kollegen. Boah, es riecht schon so gut. Jetzt mischt Max die Mayo mit der Fischmasse. Fisch gab es hier ursprünglich nicht. Turin liegt zu weit im Inland. Ab dem frühen 19. Jahrhundert wurden dann mit Salz konservierte Sardellen angeliefert, über die sogenannte Salzstraße. Mit ihnen wurde der Vorgänger des Vitello Tonnato gemacht. Ja. Also ich glaube, Tamina kann sich gleich schon mal freuen. Ja, das wird lecker. Apropos lecker. Tamina und Corinne haben die Halle durchquert und wollen jetzt den regionalen Bauernmarkt erkunden. Er liegt unter einem schönen historischen Dach. Das Piemont hat viel zu bieten, auch was den Käse anbelangt. Oh. Ich kann nicht mehr. Was ist das jetzt? Es ist Bauerkäse. Oh. Aus den das ist Käse. Ein Forte. Forte. Kräftig. Oh. Also er riecht krasser, als er schmeckt, zum Glück. Aber das ist schon was für starke Nerven hier. Die Turiner kaufen hier gern, denn fast alles stammt aus dem Umland und ist von guter Qualität. Tamina entdeckt das ein oder andere Kraut, das sie nicht kennt. Oh, ich liebe diese Märkte. Mensch, der Björn, der wird sich freuen, wenn wir was mitbringen. Vielleicht finden wir noch ein paar Schau Nüsschen. Mal da. Ah, da sind Haselnüsse. Sie. Haselnüsse. Piemontesische Haselnüsse sind weltberühmt. Wir stehen hier an für die wahrscheinlich besten Nüsse, ne? Hoffentlich. Es ist eine richtig lange Schlange, aber das sieht hier richtig gut aus. Da gibt's doch gleich eine kleine Kostprobe. Haselnüsschen direkt von hier. Und schmeckt's? Oh, richtig schön süß. Langsam müssen sie zurück zu Björn. Aber Moment. Wow, ein Geschenk. Das ist ein Geschenk für uns. Oh. Das wäre mir grazie mille. Guck mal, wie... Zurück im Restaurant Le Vitel Etonné bei Björn und Max. Die Soße fürs Vitello Tonnato mit Thunfisch, Sardellen und Kapern ist fertig. Und jetzt wird probiert. Schmeckt sie? Oh, so lecker. Ganz intensiv, cremig. Also ich sag mal, das ist jetzt die beste Vitello-Soße, die ich bisher im Leben probiert habe. Wow.
Und nun zum Kalbfleisch. Also Fassona, das sind diese weißen Rinder. Die leben wirklich überwiegend im Piemont, sehr, sehr teuer auch, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und davon sind das natürlich die Kälber dann. Max schneidet die Scheiben nicht zu dünn, das ist wichtig. Dann kommt die Soße dazu. Hier der Klassiker. Okay. Max serviert im Restaurant eine besondere Variante. Sein Rezept ist aber geheim. Deko ist ein eingelegtes Kapernblatt. Perfekt. In one. Very nice. Okay. Yeah, so now we can taste it. Yeah. Huh? Yeah. Okay, ich glaube, dass Tamina und Corinne schon sitzen. Das heißt, wir können jetzt gleich probieren. Thank you very much. Thank you to you. Yeah, was a pleasure for me. Vitello Tonnato, das legendäre Antipasto aus dem Piemont. Wir probieren einfach mal. Jeder Turiner hat sein eigenes Rezept. Ja. 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 Und da hast du auch ein Rezept, dann so ein Familienrezept sozusagen. Das behalte ich aber für mich. Ja. Ja. Jeder hat hier sein Geheimnis. Buon appetito. Buon appetito. Allora. Grazie. Von der Soße so drüber. Oh. Lecker. Ihr glaubt mir das nicht, aber ich habe mal bestimmt jetzt, das ist mein erstes Vitello seit 15 Jahren, weil ich habe früher zu viel Vitello gegessen. Ich habe mir bei jedem Italiener immer Vitello bestellt und irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Ja, das und das ist mein erstes seit bestimmt 15 Jahren. Und ich muss gerade sagen, jetzt finde ich es wieder richtig toll hier. Das ist einfach, weil oft sind diese Vitello-Soßen in Deutschland so sahnig irgendwie. Mhm. Und die ist einfach nur toll, intensiv. Ne? Das stimmt, sie ist nicht so fett, wie man so denken könnte. Komm, wir stoßen nochmal an. Mensch, Björn, vielen schön Dank. Mit euch hier. Sehr lecker. Danke. Zum Wohl, sehr schön. Zum Wohl. Habt ihr mir eigentlich was mitgebracht vom Markt? Wir haben die ganze Zeit an dich gedacht. Nein. Also wir haben uns durch Käsestände durchprobiert. Ja. Köstlich, habe ich auch noch ein kleines Stück. Dann haben wir hier was ganz besonders Nettes. Ach, Zucchini-Blüten. Eine extra Zucchini-Blüte. Hammer. Ist die nicht schön? Wenn, ihr wisst ja, man kann die füllen. Ne? Ja? Dann macht man so eine Fischfarce rein oder Ricotta. In die Blüte. In die Blüte und dann wird die so gedämpft hinterher. Ne? Das war Blüten alles? Vom Markt. Nein, nein. Wir haben natürlich hier, guck mal, die Spezialität, fass mal rein. Nicht jeder Stand hat es. Piemontese Haselnüsse. Ja, ich denke, ihr solltet vielleicht in die Lange fahren. Mhm. Und wenn ihr da seid, sucht ihr euch einen Erzeuger. Ja. Das machen wir. Ja. Und dann können wir es auch probieren. Corinne, vielen Dank für die tollen Tipps. Und ich denke, wir hatten viel Spaß mit dir. Ja, das war jetzt richtig schön, durch deine Augen Turin so ein bisschen zu entdecken. Das freut mich auch. Und in das italienische Genussleben einzutauchen. Die drei genießen. Das kann man so gut in Turin. Die Einheimischen können sich glücklich schätzen bei dieser sagenhaften Esskultur. Sie genießen aber auch die Ruhe und Gelassenheit der Stadt und zelebrieren den Aperitivo, wie man sich das so vorstellt. Und nicht weit von hier lassen auch Tamina und Björn den Tag ausklingen. Sie wollen über die Dächer der Stadt, auf dem Mole Antonelliana, die die Skyline von Turin prägt. Fahren wir jetzt hoch oder gehen hoch? Da hoch mit dem Glasaufzug. Ach krass. Hast du Höhenangst? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Gut, nee, ich gerne. Auch nicht. Und ich glaube, Museum ist auch noch drin. Ne? Ja, ganz tolles Filmmuseum ist da drin. Einst als Synagoge geplant, ist die Mole heute Italiens wichtigstes Filmmuseum. Mit Exponaten der Filmgeschichte sowie großen Sonderausstellungen. Und man kann, wie gesagt, nach oben fahren. Mit dem Glasfahrstuhl auf 85 Meter. Und jetzt fahren wir in die Kuppel rein. Ja. Wow! Oh. Ist das krass. Oh, mir wird doch schwindelig. Ja. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Guck diese Kuppel an. Oh. Schau dir das an. Wow, ist das toll. Schon ganz schön schnell. Ja. Ja, schwindelfrei sollte man schon sein. Oh. Krasses Ding. Ach, oh, wie herrlich hier. Eieiei. Und du bist von hier aus wirklich schnell in den Bergen. Das ist echt toll. Ist eine Entdeckung, diese Stadt. Ja, aber wie viel Lebensqualität die Einwohner auch total, haben, oder? Wirklich. Die sind schnell am Meer, die sind schnell in den Bergen. Also besser geht's eigentlich gar nicht, oder? Ja, und sie sind wirklich sehr genussfreudig unterwegs. Ja. Ne? Also Tamina, lass uns mal so ein kleines Resümee ziehen. Was hat dir besonders gut gefallen hier, Anton? Ich finde es echt eine Entdeckung. Ich finde das Lebensgefühl hier unglaublich entspannt, dafür, dass so eine große Stadt ist. Ja.
Und ich finde wirklich auch, dass man so merkt, dass es eine italienische Stadt. Die ist nicht sehr touristisch. Ja, es ist noch ein Geheimtipp. Ne? Ja, wir sind quasi der Vorreiter jetzt. Ja. Und dann natürlich Kunst, Kultur, mega. Ja, ja. Also man müsste mehr Tage so haben. So viele Paläste, so viele Museen. Und es wurde so viel erfunden. Also wirklich, was wurde hier nicht erfunden? Ja, ja. Ricini, Sabaglione, Tramezzini, Vitello Donato. Also, you name it. Ja. Es ist toll. Es ist wirklich, und dieses, dass es doch eine recht grüne Stadt ist, dieses Umgeben von Bergen, eine tolle Lage. Ja. Aber es wird ja auch noch schöner vielleicht sogar, oder mindestens genauso schön. Zeig mal die Richtung. In den, hier geht die Westen die Sonne unter, in den Süden wollen wir. Piemont, das ist ja auch lange ein Genussregion. Die Weingegend dort. Oh. Ich freue mich. Bisschen in die Natur raus. Ja, vielleicht können wir die Haselnuss auch noch zurückverfolgen. Ja, das machen wir. Wir nehmen sie natürlich mit. Ja. Also auf ins Piemont. In den Süden. Von Turin geht's in Richtung Genua und Mittelmeer. Nach gut 60 Kilometern erreicht man den Landstrich Lange mit der Trüffelstadt Alba. Alba liegt am nördlichen Rand der Lange. Ein weiteres Genuss-Eldorado. Hier gibt's einen gemütlichen, historischen Ortskern. Wunderbar zum Bummeln. Ein Muss für alle Kulinarik-Fans, die die Region wegen der großen Weine und der besten Trüffel besuchen. Gut 15 Kilometer westlich liegt die Stadt Bra. Auch hier werden Tradition und Genuss großgeschrieben. Kein Wunder, dass Bra die Geburtsstätte der weltweit agierenden Slow-Food-Bewegung ist. Seit 1989 kämpft man gegen Fast-Food und für nachhaltigen und guten Genuss. Im Stadtteil Polenza befindet sich das Epizentrum. Dieses prächtige Gebäude beherbergt die staatlich anerkannte Universität der gastronomischen Wissenschaften von Slow Food. Außerdem ein Hotel und das italienische Weinarchiv. Björn und Tamina treffen einen der Studenten in der historischen Anlage. Der Deutsche Julius Schenk lernt hier alles rund um nachhaltigen Genuss. Ja, Julius, Mensch, da sind wir hier so richtig auf den Spuren jetzt der Slow-Food-Bewegung. Kann man Bewegung sagen, oder? Ja, man kann mehr als Bewegung sagen. Und die ganze Philosophie dahinter ist wirklich gutes, lokales Essen zu essen, guten lokalen Wein zu trinken und auch zusammen das zu machen, miteinander. Und das Motto von Slow-Food ist eben Good, Clean, Fair. Und das ist auch eigentlich, was wir hier eingetrichtert im positiven Sinne bekommen. Genau, also sauber übersetze ich jetzt vermutlich nicht so super auf Deutsch, aber sauber ist im Prinzip, dass man nicht so viele Pestizide benutzt, dass man wirklich eher, wenn, dann bio-organisch, biodynamisch anbaut. Also in Deutschland gibt es auch viel Slow Food, da gibt es wirklich Gruppen, die gehen zusammen essen, da gibt es Restaurants, die schließen sich an, also das ist schon sehr populär geworden in Deutschland. Aber ich glaube, studieren kann man es nur hier. Das kann man wirklich nur hier machen. Dürfen wir uns mal ein bisschen mit dir umgucken? Machen wir. Sonntag ist es ja nicht viel los. Da trifft man höchstens Touristen an. Denn die Genussstudenten leben nicht hier am Campus. Ah, jetzt sind wir im Innenhof hier. Richtig. Echt ein schöner Innenhof hier. Wie viele Studenten seid ihr hier? Wir sind um die 400 Studenten. Echt sehr überschaubar. Ja. Sehr überschaubar. Okay. Was lernt ihr denn jetzt genau hier? Was habt ihr für Fächer? Also ich erkläre es immer schön, dass es so 360 Grad rund ums Essen sind. Von Biologie, Anthropologie, die historische Seite, also auch die Business-Seite, das auf jeden Fall auch. Sie wollen uns wirklich beibringen, andere Essenssysteme zu starten und in die Welt zu bringen. Weißt du denn jetzt schon, was du dann damit möchtest oder wo du hin willst? Auf jeden Fall. Also bei mir geht es in die Richtung Wein. Oh ja, da haben sich ja dann schon zwei. Ja. Und ich habe gehört, ihr habt eine Winebank hier. Allerdings. Ja. Könntest du uns da vielleicht noch ein bisschen was zeigen? Natürlich, das zeige ich euch sehr gerne. Julius lernt hier alles über die komplexen Strukturen der Weinwirtschaft. Die Banca del Vino, die Weinbank, ist nichts weniger als das italienische Weinarchiv und befindet sich hier im Untergeschoss. Jeder, der möchte, kann es besichtigen. Hier lagern die wohl besten Tropfen des Landes. Tamina will direkt los in die Katakomben. Björn möchte lieber mit Julius noch etwas fachsimpeln und vor allem etwas Prickelndes aus der Region Lange probieren. Es gibt ja immer den Unterschied, das Friedsante und Spumante. Ne? Ganz genau. Also Friedsante ist ja mehr oder weniger
ja, ein leicht prickelnder Wein, wo nur ein Weinkorken drin ist. Ganz genau. Und beim Spumante ist ja Sektkorken drin. Genau, also der Frizzante, ein gutes Beispiel aus der Region, ist Moscato d'Asti. Mhm. Das ist eben Frizzante, der ist eher süß, leicht sprudelig, auch leichter zu trinken. Ja. Und der Spumante ist dann wirklich sprudelig, wie ein gescheiter Sekt. Tamina erkundet inzwischen das Archiv und staunt. 50.000 verschiedene Flaschen sind hier gelagert. Der Hinweis Piemont. Und jetzt geht es in die anderen Regionen. Das ist immer so ganz spannend angeordnet hier. Der Wein, dann die Region, hier aus der Toskana, wo er herkommt, der Produzent. Und hier immer das Terroir, also der Boden, auf dem der Wein gedeiht. Und der ist ja sehr entscheidend auch für den Geschmack. Was sind die Hauptrebsorten hier im Piemont? Das ist also der Klassiker ist Nebbiolo, Rotwein. Ja. Daraus entsteht der Barolo und der Barbaresco, weil sie eben hohe Tannine haben, hohe Säure, was genial ist zum Altern. Dann gibt es eine leichtere Variante, das ist der Barbera. Sehr fruchtig, rote Früchte, rote Kirsche. Ja. Kann man jünger trinken, super lecker. Nee. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 23. Krass, ne? Das ist unfassbar. Er kennt sich schon so gut aus mit Wein. Das ist echt unfassbar. Na, ist ein Hobby von mir auf jeden Fall. Ja. Schön, mit dir zu sitzen hier. Toll. Ja, für Weinliebhaber finden hier natürlich Führungen statt. Und hier gibt es teilweise solche Weinautomaten. Da kann man dann sehen, okay, aus welcher Region kommt er. Und dann kann man die unterschiedlichen Weinsorten hier probieren. Nächstes Mal. Ist die jedem zugänglich? Ja, genau. Wenn man als Tourist hier hinkommen möchte, kann man hier einkaufen gehen und dann kann man auch eine Tour durch das Weinarchiv machen und alles herausfinden. Genau. Na, hat's dir gefallen? Das war richtig toll. Ja. Also so ein weit verzweigtes Weinarchiv tatsächlich. Dann gucke ich mir das aber auch gleich an. Ja, du kannst auch teilweise diesen Terroir, den Boden sehen und so. Und die Film das ist schon ein toller Ort. Nee, sehr interessant ist das. Das ist auch noch ein Stückchen Wein. Ja, das ist. Wie war das? Slow Food ist gemeinsam genießen. Ja. Ne? Weiter geht's durch die Lange. Von Bra vorbei an Alba bis nach Corte Miglia. Die Route führt einmal quer durch das Barolo-Anbaugebiet. Langa Bassa, die niedrige Lange genannt. Sanfte Hügel, eine tolle Wandergegend. Corte Miglia hingegen liegt in der raueren, hohen Lange mit den unzähligen Haselnussplantagen. Der Familienbetrieb Cascina Barroero ist gleichzeitig auch Restaurant, Bäckerei und Agriturismo. Tamina und Björn wollen hier der Magie der piemontesischen Nüsse auf den Grund gehen. Camilla Barroero bewirtschaftet die Farm mit der ganzen Familie. Sie ist sehr stolz auf die über 20 Jahre alten Haselnussbäume. Der Boden, das Wetter, die Höhenlage, alles optimal für diese Sorte. So here we cultivate the Tonda Gentile Trilobata or Piemontese hazelnuts. Tonda Gentile Trilobata. It's a long name to specify this kind of trees that produce these special small but tasty hazelnuts from Piemont. Sie gelten als die besten Haselnüsse der Welt und tragen das EU-Siegel für die geschützte geografische Angabe. Camilla zeigt den beiden jetzt das Herzstück des Hofes, das Nusslager. In August, September. Okay. And we usually harvest hazelnuts from the ground with a vacuum machine. Ah. We just wait until there are a big amount of hazelnuts on the ground and then we vacuum them. Also die Ernte ist August, September und ich glaube, die Haselnüsse fallen selber vom Baum und dann werden sie mit dem Staubsauger aufgesaugt. Lustig. So it's not by hand. Und hier drin werden die Nüsse getrocknet. Sie dürfen schließlich nicht schimmeln. Ja. Oh, einmal reingreifen in die besten Haselnüsse von Italien auf jeden Fall. Vielleicht auch der Welt. Also ich sagte gerade, Sie ernten 20 Tonnen Haselnüsse im Jahr. Früher wurde das einfach so hier auf dem Hof verteilt und von der Sonne getrocknet. Das geht aber bei der Menge nicht. Dann müsste man schon ein Fußballfeld großen Hof haben. Und deshalb haben sie sich diesen Trockner gekauft. Da wird also unten heiße Luft eingeblasen und die Nüsse werden immer wieder bewegt. They are steering. Yeah? Yeah. Yeah. Okay. Nach dem Trocknen werden die Nüsse eingelagert, nach und nach geknackt und verarbeitet. Jetzt ein Abstecher zu den Hoftieren. Guck mal, ist der nicht goldig? Ja.
Matt. Köche mögen die Lämmer nicht so gerne. Was? Mm-mm. Oh, aber das hier aber hat bestimmt hier ein nichts. Gutes Leben hier, ne? Ja. Die Schafe sind quasi Mitarbeiter. So our sheep are 24 hours per day, every day of the year in our fields of hazelnuts. Mm-hmm. And they eat the grass on the ground to keep it thin, so that we don't have to use herbicides. Okay. Just animals. Also ein natürlicher Unkrautvernichter. Genau. Ja. Also es ist eine richtige kleine Farm hier. Sie haben Schafe, sie haben Pferde, sie haben manchmal sogar noch Schweine gehabt, sie haben Hühner. Und wenn man hier Ferien macht, dann ist man umgeben von Haselnüssen, hat hier die Tiere um sich rum, kann ab und zu im Pool schwimmen und wahrscheinlich sehr gut entspannen, Björn. Ja, das glaube ich auch. Ja, hier kommt man runter. Das ist ein schönes, nice place to relax. In der Küche des Restaurants will Camilla mit Björn ein typisches Gericht machen. Dafür fehlt aber noch Käse. Here we are. Kannst du den holen? Dann mache ich den Salat schon mal. Also es gibt einen tollen typischen Salat, den macht ihr zusammen. Ja. Und dafür brauchst du noch Käse, den soll ich jetzt holen. Genau. Von der Farm nebenan. Yes, just over there. It's called Ubrico della Croce. They are friends and they are super fantastic people. You will find really good cheese over there. Okay. The name is Robiola di Roccaverano. Robiola di Roccaverano. Schreibt ihr das besser auf. Ihr macht den Salat, ich hole den Käse. Okay, bis gleich. Okay, so, okay. We can start to cook. Robiola di Rocco di Vabiano. Ja, fast, Tamina. Im Restaurant verwöhnt die Familie normalerweise die Hotelgäste. Und man kann diverse hausgemachte Nussspezialitäten kaufen. Björn will sich durchprobieren. Und vor allem erstmal eine geröstete und geschälte Haselnuss kosten. That's it. Really easy. Sie enthalten ungewöhnlich viel Öl. Das macht sie so aromatisch. Viel Aroma hat auch die Torta di Nocciole Cortemilia. Von dem Haselnusskuchen ohne Mehl bekommt Björn ganz weiche Knie. Mm. You can feel the hazelnuts. This is pure hazelnut. Yeah, it is amazing. Nuss-Nougat-Creme. Camilla weiß, die berühmteste wurde in den 1940er Jahren nahe Alba kreiert, von Konditor Pietro Ferrero. Tamina ist bei der Käserei Brico della Croce angekommen. Bergig hier. Was eine Gegend. Buongiorno! Ganz herzlich wird sie begrüßt von Frederike und Mattia. Ein kurzer Stopp bei den Schafen, die gerade im Stall sind, um gemolken zu werden. Aus der Milch machen die beiden dann Käsespezialitäten. Und auch aus der Milch von diesen besonderen Ziegen. Roccaverano ist eine regionale Rasse aus der Lange. Tamina will die kleine Herde besuchen. I was supposed to bring Roccaverano cheese. Yes. Den Käse soll ich mitbringen. Der ist genau von diesen Ziegen, die hier ganz typisch sind. Yes. And now, could I buy a cheese from you and bring we it with me? Come with from me. Those goats? From the goats, yes. Come with also jetzt kommt der Käse. Die Familie und auch die Ziegen freuen sich über Besucher. Die können auch an Käseverkostungen im Hofladen teilnehmen. Und für Tamina gibt's jetzt die gewünschte Spezialität. Okay. Perfekt. Roccaverano. Da wird sich Björn hoffentlich freuen. Das ist genau der Richtige. Zurück auf der Haselnussfarm. Für Björn und Camilla geht's in die Küche. Sie machen die regionale Salatspezialität Insalata Bergera. And, das ist die Basis. Björn schneidet ihn ganz fein. Also an so einem schönen Ort könnte ich mir schon vorstellen zu arbeiten. Na klar. Jetzt gibt Camilla frisch gehackte Haselnüsse dazu. Sie sind geschält und geröstet. The more hazelnuts you put, the better it will be. Okay. Und auf keinen Fall die Zitronen vergessen. Die sorgen für die Frische im Salat. Okay. I think one small lemon will be enough. One small? Yeah. The juice. Yeah, just the juice. Zitronensaft hinein. Dann noch natives Haselnussöl. Ah, wow, very good. Mm. Und Meersalz. Yes. In Italy we say cubi, quanto basta. Quanto basta? Yeah, as you like. Okay, also so viel man will. Oder so wie es einem schmeckt. Okay, und and Pepper? Yeah, the same. Eine kräftige Prise. Okay, jetzt fehlt noch der Käse. Ich guck mal eben, ob Tamina schon da ist. Okay.
Mamma mia. It's a fresh goat cheese. Yes, it is. Can you smell? Oh, it's, no, it smells not like a because goat. Because it's fresh. Yeah. That's the secret. Wow. Mm-hmm. That's how it has to be. Der kompakte Ziegenfrischkäse Robbiola di Roccaverano trägt das EU-Siegel für eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Mischen und ready? Schon ist der Salat fertig. Auf die Teller. Here we are. Wunderbar. Insalata Bergera. Genuss mit bester Aussicht. So eine schöne Landschaft. Ich bin ganz beseelt. Das passt sich ja gut zusammen. Buon appetito. Ah, buon appetito. Fantastischen Haselnüsse. Ist das jetzt hier ein typisches Rezept, so von der Region? Ja. Yes, it's really typical. Und das ist ja super gesund, ne? Also Ziegenkäse ist sowieso gut für uns. Mhm. Sellerie ist sehr gesund. Mhm. Haselnüsse, Nüsse sowieso. Oh, so frisch. Oh. Mhm. Richtig fein, ha? Huh? Mhm. Vielen Dank, Camilla. Das war ganz toll hier. Thank you very Danke. Much. Grazie mille. Mhm. Grazie a voi. Für Tamina und Björn geht's noch ein paar Kilometer weiter. Hier im Herzen der Lange findet man ein Traditionshaus, das für die Region steht. Das Hotel und Restaurant Relais Villa d'Amelia ist sehr gediegen und der Geschichte des Piemont verpflichtet. So, komm, dann freuen wir uns jetzt auf unser letztes Essen zum hier Wohl. Im Piemont. Ja, zum Wohl, ihr zwei. Lasst euch den Barbera aus der Region munden. So, mal das obligatorische Ach, guck mal, sogar der Koch kommt mit an den Tisch. Oh. Hallo, hi. Buonasera. Oh. Spitzenkoch Dennis Cesco serviert Traditionsgerichte, die er kreativ abwandelt. Wie das Gemüse mit der typischen grünen Soße Bagnetto Verde. Ravioli Alpin mit verschiedenen Fleischsorten gefüllt und außerdem geschmorte Bäckchen vom piemontesischen Fassona-Rind. Ich glaube, ich klaue mir jetzt erstmal hier so ein kleines Pastachen. Bon Appetito. Und hier war ja ganz viel Verschiedenes drin, ne? Verschiedenes Fleisch. Drei verschiedene Fleischsorten. Mhm. Mm. Mm. Und so sehr al dente der Teig auch wieder. Ne? Ja. Das machen die Italiener immer einen Tacken mehr als wir. Ne? Das schaffen die immer. Das finde ich toll. Das ist so wirklich gepresstes Gemüse. Ist eigentlich ein Antipasti. Gepresstes Gemüse. Und dann so geschichtet und sehr, sehr. Das ist ja eine sehr grüne Soße hier. Ne? Sehr wiesig. Und das ist gut. Mega. Wirklich? Da merkst du einfach die Qualität von so einem Rind. Das ist richtig gut. Oh, das geht auf der Zunge, ne? Aber ganz lange geschmort. Wie macht man das denn jetzt so? Probier mal die, ich wusste gar nicht, dass die Italiener so leckere Kartoffeln haben. Probier mal das Kartoffelbrei. Mit ganz viel Butter. Das schmeckt mal richtig krass. Oh. Das ist so, boah, so pur Kartoffel und Butter. Nee. Was für ein hochkarätiges Abschlussessen hier in der Villa d'Amelia. Zeit für ein Fazit. Ja, Tamina, wir sind nach Turin gereist. Ja. Haben wir uns erholt? Total. Wir sind glücklich und tiefenentspannt. Und wir haben sehr viel Genuss gehabt. Und das ist ja wirklich eine Region, auch eine Stadt, finde ich, die man so oft nicht auf der Uhr hat und wo so viel erfunden wurde. Auch. Ja, und dieses Umland hier einfach. Ne? Dieses Umland, unglaublich. Ja. Und wer jetzt denkt, wirklich Alba hat nur was mit Trüffeln zu tun, wir haben da die leckersten Haselnüsse gegessen. Absolut. Es gibt so absolut viel zu entdecken hier. Und es wurde so viel hier erfunden auch. Ja, ne? Und diese Erfindungen, gerade kulinarisch, die halten sich ja seit Jahrhunderten. Und da merkt man wieder, man ist in Italien, Produkt, Produkt, Produkt. Das zählt einfach und das finde ich toll. Ja, das kann man fast nirgends so gut wie hier, finde ich. Jetzt ist es vorbei. Oh. Ja. Wir schwelgen noch ein bisschen. Sie haben hoffentlich viele Anregungen mitbekommen. Rezepte, Ideen und Lebensgefühl hoffentlich. Und bald nehmen wir Sie wieder mit auf die nächste Reise. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Ciao und bis zum nächsten Mal. Und schau dir das jetzt an. Herrlich. Oh, diese Landschaft ist schon, oder? Ich bin wirklich ganz nah dran an der idealen Landschaft. Ja.